Osman. Natürlich wieder Osman. Der Unterstützer einer ganzen Bande von Versagern. Verkauft Hausaufgaben an Mitschüler. Schämst du dich gar nicht? Vor allem Edda. Ganz ehrlich, sie ist von allen doch die Schlimmste. Nein, nein, dieser Sinan, der ist völlig irre. Für mich ist Kerre mit Abstand der Schlimmste. Dieser Junge ist eine Gefahr. Ich habe regelrecht Angst vor ihm. Was gibt's? Burcu Hoca lässt sich versetzen. In 2 Monaten ist sie weg. Und dann war's das mit uns. Sie unternehmen doch nichts gegen die Jugendlichen, wenn ich weg bin. Und ob ich das tue? Ich werde sie rauswerfen. Was? Ja, die kriegen's schriftlich. Was die Lehrer über Edda sagen. Oder über Kerem und Osman auch. Und Sinan. Halten Sie die für schlecht? Ist denn jemand bloß dann gut, wenn er sich allem anpasst? Es ist nichts Schlimmes dabei, gewöhnlich zu sein. Im Gegenteil. Das macht das Leben viel angenehmer. Das da draußen war unangemessen. Ganz besonders für einen Pädagogen. Ist meine Art und ich bin kein Pädagoge. Sie muss sich verlieben, Leute. Das ist die Lösung. Und wie stellen wir das an? Ach, so kompliziert ist das doch gar nicht. Wir sind doch alle für die Liebe geboren. Die Bücher und Filme sind voll davon. Wegrennen ist falsch. Man verpasst doch alles. Ja, glaubst du? Oh ja. Ich dachte, von Liebe verstehst du nichts. Aber von Schwäche. Und die Liebe ist die größte. Nehmen wir mal an, du könntest in der Zeit zurückreisen und deinem Ich von früher was sagen. Was wäre das?